Ich habe darauf jetzt 2 Monate gewartet. Jetzt fragt ihr euch, auf was denn? Auf die hier. Denn Raid & Trade hat es endlich geschafft, mir die Preise zu schicken von der Extravaganza und der Extravaganza davor, an denen ich teilgenommen habe. Die werden wir heute aber öffnen. Ich weiß halt nicht, was drin ist. Wir werden es gleich mal sehen. Gehen wir mal ganz kurz darauf ein, was denn überhaupt passiert ist, warum ich jetzt da 2 Monate darauf warten musste, was da überhaupt bei Raid & Trade abgegangen ist. Wenn es die Extravaganza macht, ihr zahlt euren Betrag, dann bekommt ihr im Endeffekt Entry Packs und halt Price Packs, wenn ihr halt weiter hochkommt, logischerweise. Jetzt ist es normalerweise so, dass ihr die zugeschickt bekommt. Jetzt hat Raid & Trade aber gewartet, bis hier diese Promos, die hier, bis die bei denen angekommen sind, damit die das verschicken konnten, weil die Promos quasi zu diesen Packets dazugehörten, weil die mit zum Entry Pack gehören. Konami hat die aber nicht rausgeschickt, das heißt, Raid & Trade hat sie die halt aber auch nicht. Das ist an sich auch gar nicht schlimm, das heißt, es ist 2 Monate warten, war so an sich so gar nicht so dramatisch, weil ich wusste, ich krieg das Ding irgendwann. Was mich ein bisschen genervt hat, war, ist, dass Raid & Trade die Kommunikation mit dem, wie sie es verschicken, wann sie es verschicken, ein bisschen schlecht gehandelt haben. Ich habe diese ganze Thematik mal so ein bisschen in meinem Livestream erörtert. Ich zeige euch mal kurz einen Clip aus dem Livestream. Und ich frage mich, wie das sein kann, dass das länger dauert als erwartet. Denn die haben doch gesagt, die haben den Vorgang optimiert. Was mich halt daran nervt ist, das hier kam am 5. Das hier kommt am 28. Das ist also 2 Wochen später. Das heißt, du hast 2 Wochen, von denen keine Antwort bekommen, keine Informationen. Please keep in mind. We are a normal OTS. We have normal orders and normal customers. We cannot hire someone working for us for several months and kick that person out again. Doch, kann man. Nennt man Saisonarbeiter, wird überall gemacht. Was soll denn die Scheißlogik? Du hast einfach nur keinen Bock, da Geld zu investieren, weil es dir das nicht wert ist. Nee, weil das ist halt rein unternehmenstechnisch einfach nur peinlich. Und das geht mir auf den Sack. Und dass du halt wirklich halt immer wieder 2 Wochen warten musst, bis die Informationen kommen, das geht mir auch auf den Sack. Also wirklich, wenn du das Turnier spielst, ist halt wirklich alles gut geplant, ne? Wenn die Judges nicht immer die besten Entscheidungen treffen, aber ich muss wirklich sagen, dass Raid & Trade für dieses Turniersystem an sich echt gut organisiert ist. Die haben einen Plan, die sagen dir vorher, was gemacht wird, die sagen dir vorher, wie es läuft, du machst es so, wie es laufen soll. Alles fein. Ich habe die Sachen bekommen, ihr könnt auf jeden Fall darauf vertrauen, dass ihr von Raid & Trade die Sachen bekommt, die ihr auch bestellt habt oder für die ihr bezahlt habt, sagen wir es mal so. Aber das ist auf jeden Fall ganz schöne Hoops, das hier zu kriegen und das finde ich einfach nicht gut. Das nochmal, geht nochmal Raid & Trade raus. Wenn ihr sowas nochmal habt, weiß nicht, gibt den Leuten jede Woche mindestens einmal oder vielleicht sogar 2-mal die Woche ein Update davon, wie der Stand gerade ist. Weil ich bin also ein Mensch, bin geduldig, ich weiß, ich kriege die Sachen auf jeden Fall. Aber stellt euch mal vor, das wäre die erste Teilnehmer von dem jeweiligen gewesen bei eurer Extravaganza und ihr wartet seit 2 Monaten auf die Preise. Das ist halt keine gute Werbung, ne? Also da müsst ihr ein bisschen noch aufpassen, dass der versteht, warum das so ist. Was ganz wichtig ist, das vielleicht nicht nur in dem Discord-Server zu machen. Ich kann mir vorstellen, dass einige auf den Discord-Server draufgegangen sind, auf den Remote-Duel-Discord-Server, und dann wieder runtergegangen sind, als die Extravaganza vorbei gewesen ist. Das heißt, das auf den Discord zu schreiben, den man sich vielleicht selten anguckt, ist vielleicht auch nicht ganz so clever. Vielleicht Ressourcen zu nutzen, wie jetzt Facebook oder sowas in der Richtung, wäre vielleicht cleverer gewesen, das halt zu kombinieren mit verschiedenen Sachen. Ohne weitere Verzögerung öffnen wir jetzt einmal unsere Preise, die wir hier haben. Los geht's. So, was wir bekommen haben, wir haben die Promos bekommen und die OTS-Packs. Fangen wir mal ganz kurz mit den Promos an. Die Karte an sich ist halt wirklich nicht gut. Die hat den Effekt, at the start of the main phase 1, you can reveal this in your hand. Each player gains 300 life points. Was ich ganz weird finde bei der Promo ist, das ist eine Common. Also es ist wirklich eine Common und ich verstehe nicht warum. Interessant auf jeden Fall, da haben wir 3 Stück von bekommen. Ich weiß nicht, warum es 3 sind. Ich glaube, zu jeder Extravaganza gab es 1. Ich weiß nicht, warum es 3 sind, aber die wird ja eh nicht teuer sein. Also geht's in die OTS-Packs. Vielleicht kriegen wir da was Cooles raus. Fangen wir mit dem ersten Pack an. Und guck mal, ob da was Cooles drin ist. OTS 14, ich weiß nicht mehr genau, was drin war. Aber ich glaube, das war kein so krasses Set. Dragonair, Ogerdrache der Leere und Kraftkauz. Okay, das ist keine schlechte Karte. Machen wir mal hier hin. Nächstes Pack. Nest, dann die Rank-Up-Spell. Und Parallel Exit. Nice. Xian Spion, in Untergang des Landes. Und einmal Nibiru. Eine Ulti. Eine Ulti Nibiru. Da warten wir auch gerne mal 2 Monate drauf. Ist der nicht sick in Ulti? Insane. Next one. Nest. Icarus Angriff. Und nicht besessen. Ich weiß nicht, was sie gerade tut. Das Vieh herbeirufen. Weinender Götze. Und Rauchgranate des Diebes. Mittlerweile auf der Banlist. Dann haben wir den Dragoner. Dann Phantom mit der Uhr in Schleiers. Und nicht besessen. Ja, die Karte mag ich. Sheens Spion. Übler Dorn war auch eine sehr, sehr teure Karte. Und Ewig Infernaler General. Why not? 3 Packs left. Können wir eine 2. Ulti kriegen? Das ist die große Frage. Ich glaube nicht, aber wir werden es ja sehen. Das ist ein guter Pull. Schienenspion, die hat, mache ich auf jeden Fall.
Und einmal das Token von diesem Themendeck hier, was keiner spielt, Double Avatar. Ich mag ja generell die Token von Konami. Ich finde es cool, dass sie sowas immer wieder machen. Atlantische Dragoner, dann Urlach der Leere und Super Quantum Rote Schicht. Eine sehr, sehr gute Super Rare aus dem Set. Und das letzte Pack für heute. Das ist einmal der singende Lanius, Überschleier und UA Vertragsunterzeichnung. Da wird sich Griezmann aber darüber freuen, dass er das nicht ist. Also das hier, by the way, ist nicht Antoine Griezmann. Ganz wichtig zu wissen. Ich habe gerade nicht viel gerissen bei den Extravaganzen. Ich war jetzt halt nicht scheiße, aber es hat für Preispacks nicht gereicht. Aber ich muss fairerweise sagen, der Ulti Nibiru, der ist natürlich ziemlich nice. Ne? Guckt euch den an. Guckt ihn an. Ist der nicht wunderschön? Das sollte es für heute Video gewesen sein. Der wird Raid & Trade auf jeden Fall mal, wenn ihr das Video seht, was ich nicht glaube, aber wenn, denkt mal darüber nach an eure Spieler, die vielleicht nicht jedes Mal dabei sind, dass ihr die vielleicht ein bisschen mehr informiert. Das war's für heute Video. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao, Leute.